Komm zurück. So, ich gebe jetzt nochmal den Schmuggler-Kit noch eine Chance. Ich hätte schon gern. Erstmal gehen wir hier hin und knacken den Tresor. Aber Schnellreise hin, weil ich habe keinen Bock jetzt dahin zu laufen. Wo war denn unser schöner Zugang? Sei besser vorsichtig. Mach dir nicht ins Hemd. So, wir wissen ja jetzt, wie wir da hinkommen. Lenk sie ab, Nix. Oh, das ist aber diesmal hier sehr hell. Ein kleines bisschen. Nix, es ist Showtime. So, wir müssen mal warten, bis sie sich umdrehen, und dann muss Nix mir mal die Tür aufmachen. Komm, dreht euch um. Geht weg! Kann ich noch nicht sagen, ich habe noch nicht so viel gespielt. Also ich bin immer noch im ersten Planeten. Nix, den Hebel. So an sich ist es cool. So. Ich hab da eine Schlüsselkarte bekommen. Ich hab da eine Schlüsselkarte. Muss man jetzt sagen, ich habe keine Schlüsselkarte bekommen? Ja, also bin ich ohne Grund hier. Okay, auch gut. Kann ich mich nicht? Nein, kann ich natürlich nicht. Schade. Schade. Meine Karte. Aber so an sich macht es einen guten Eindruck, finde ich zumindest. Klar, es kommt an Star Wars Jedi Fallen Order und Survivor nicht dran. Bis jetzt, finde ich. Aber sonst an sich macht das einen guten Eindruck. Schade, ich habe das Ding nicht.
Dabei habe ich so viel. Dabei habe ich so viel gesammelt. Also was halt Spaß macht, ist, dass du mit dem Blaster da rumfahren kannst. Dass du hier Nix, dein kleiner Freund, dass er dir bei brenzligen Situationen hilft. Das finde ich cool. Du siehst auf jeden Fall gut aus. Was mich ein bisschen stört, ist halt der Preis von dem Spiel. Aber ich weiß ja nicht, wie groß das Spiel in Wirklichkeit ist. Suchen Sie etwas Bestimmtes. Ich hoffe nur, dass es halt ein paar mehr Planeten gibt. Also ich weiß, dass es, glaube ich, noch Tatooine gibt, wenn ich mich nicht irre. Ist wichtig, dieses verkackte Unterweltlagerräder. Um an einer Brenn zu kommen. Irgendein zweitklassiger Hacker interessiert mich nicht. Eilers Kontakt sagt, sie nimmt keine Aufträge an. Vielleicht sollte ich mal ein paar Takte mit dem Kontakt reden. Viel Glück. Der kommt kaum raus aus dem Crimson Dawn Bezirk. Er wohnt quasi in unserer Landebucht. Ich wette, Eiler Brenn weiß, wo man gute Hacking-Ausrüstung findet. Ich darf wieder in das Gebiet rein. Da, wo ich gerade raus bin, darf ich wieder rein. Ich freue mich. Ich brauche ein Hacking-Tool. Wäre mal ganz cool. Ein Hacking-Tool? Das wäre cool. Aber Colli, wie geht's dir denn? Bei dir alles gut? Was du hier hast, du kannst halt hier dreimal deine Ruf ein bisschen aufmischen. Sie brauchen es, wir haben es. Wahrscheinlich. Das war's hier auf der Arbeit momentan wieder. Oh, so schlimm? Müsste viel machen oder was? Nochmal. Ja, geht wieder los bis Oktober. Oh, okay. Die stehen da immer. Showtime, Kumpel. Alles unter Kontrolle. Ja, ich bin dran. Moment mal. Immer schön konzentriert bleiben. Immerhin bin ich fast fertig. Immer auf der anderen Seite muss ich hin. Keinen Mucks, mein Freund. Die Kontaktperson müsste doch die sein, die jetzt da steht, oder? Warte mal, bis die da wieder stehen, wo sie stehen. Bitte, Tommy.
Ja gut, ich habe auch Urlaub. Noch 2 Wochen. Warte mal eben, bis die sich da wieder hingestellt haben. Ich habe keinen Bock, wenn ich da stehe, dass die gleich, wenn die wieder hochkommen. Also was mich ein bisschen nervt. Heros Flüsterknall. Muss dann auch noch Dings sein. Komm, stellt euch da wieder hin. Du kannst auch wild drauf losprügeln. Also du kannst die auch mit dem Blaster schießen und alles. Das kannst du auch machen, aber kennst mich doch. Ich spiele eher Sneaky Peek Assassin's Creed-like. Du kannst ja auch alles kreuz und klein schießen, wenn du möchtest. Aber ich finde es angenehmer, hier halt durchzulaufen, so langsam. Ja. Es ist sauber, aber pass trotzdem auf. Hey, sag mal, kennst du zufällig eine Hackerin namens Ayla Brenn? Sie sucht nicht nach Aufträgen. Oh, ich will sie nicht anheuern. Ich bin selbst Hackerin. Ich will nur mit dir reden. Weißt du was? Wie du willst. Ayla, hier fragt seine Amateure nach dir. Ernsthaft? Ich bin beschäftigt. Was willst du? Oh, ich bin Kay Vess. Ich suche nach neuer Hacking-Tech. Ich hab gehört, du wärst die Beste in der Gegend. Vess, was du nicht sagst. Bring mir ein imperiales Sequenziergerät. Dann reden wir. Oh, sieh mal an. Sie hat Koordinaten geschickt. Du Glückspilz. ...1,5 Kilometer südlich des Wasserfalls. Oh, das wird ja geil. Wir dürfen wieder durch die Gegend, aber ich will ein neues Hacking-Tool. Ich brauche ein neues Hacking-Tool, sonst können wir die Hälfte der Sachen hier gar nicht hacken. Also dann gehen wir immer nur zu... Halb leeren Sachen raus. Ich sollte auch nicht da runterspringen. Ich würde woanders runterspringen. Schön. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Ich habe doch gerade mit dem Typ... Das stört mich ein bisschen an dem Spiel. Also das stört mich doch ein bisschen sehr an dem Spiel, dass wenn du stirbst, dass du halt die ganze Scheiße nochmal machen musst. Also das stört mich doch ein bisschen sehr. Was ist das? Schon leise. Wir sehen uns, wenn ich gleich wieder raus bin. Ja, wir sind wieder raus, wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Teil, was wir holen sollen. Ein Sequenzmodulator. Ein Techniker sollte einen haben. Du bist quasi eher so eine Schmugglerin. Mir hat keiner was von einer Übung erzählt. Die halt Sachen klaut. Das Outer Rim hatte ich mir anders vorgestellt. Die Basis sind ein einziges Ärgernis. Für die Konfiguration musste ich extra einen Sequenzmodulator anfordern. Aha. Hier darfst du nicht hin. Hörst du mir überhaupt zu? Hm? Ja, Sequenzmodulator. Viel Arbeit. Ganz schlimm. Hä? Was war das? Halt den Kanal frei. Hey! Los geht's, Lix! Weiter so! Schaltet sie aus! Nicht nachlassen! Chris, damit hat ich nicht mehr gehalten. Halt an! Sie ist verwundet! Was ist hier los? Ich rufe
oben steht noch einer. Fuck. Also kannst du auch mit ein bisschen Action rangehen. Ein Sequenzmodulator. Ein Techniker sollte einen haben. Nix, jetzt kein Mucks. Das sollten wir überprüfen. Alarm aufgehoben. Da, halt das mal. Wir müssen sie finden. Seltsam. Okay, gut zu wissen, weil ich bin auch noch am überlegen, ob ich es mir hole, aber mal warten. Wie gesagt, kannst du ja hier im Gameplay gucken oder du guckst ja halt den Anfang an vom Let's Play an, dann kannst du ja überlegen. Ich trage gerade einen Ersatz, aber der ist zu klein. Keine Gefahr mehr. Entspannt euch, es ist vorbei. Was zum... Mal hier. Also ich weiß auch noch nicht, also... Ja, du hast Bock auf das Spiel auf jeden Fall. Ich glaube, hier ist... Was war das? Woran da? Hey! Vor dem hatte sogar der Ausdruck. Was war das? Lagebericht? Nichts zu vermelden. Also hat schon ein bisschen Assassin's Creed-Vibe, hey, auf jeden Fall. Bloß halt in der Galaxis. Du bist halt eine Schmugglerin und musst halt Sachen klauen. Oh, diese Ration bekommen wir gar nicht. Da stimmt was nicht. Was war das? Halt das für mich offen. Hey! Ach, egal. Verstanden. Bleibe wachsam. Ich brauche eine Ablenkung, Nix. Was? Jetzt kommt er auch noch so auf. Nichts zu berichten. Genau wie vor 10 Minuten. Igitt, Tiere. Wirklich, Igitt, Tiere. Die Luft ist rein. Wir nix. Ayla, ich hab deinen Sequenzmodulator. Wohin damit? Bess, gutes Timing. Ich sende dir meinen Standort. Komm, sobald du kannst. Erstmal hier so ein paar Sachen mitnehmen. Dann kannst du hier, kannst du hacken. Du musst halt hier die richtige Dings finden. Okay. Okay. Ah. Wir sind im Piperium einfach mal 7700 Credits geklaut. Find ich sehr gut. Bist du bereit? So, irgendwo da vorne muss ich dann hin.
Wo muss ich hin? Ah, ihr wollt mich doch ver... Da ist ein Weg. Ich bin halt falsch gefahren. Du musst halt auch Aufträge machen, um halt bessere Sachen zu bekommen. Hey, du hast nicht gesagt, dass du dich an der imperialen Anlage zu schaffen machst. Genauer gesagt stecke ich hier fest. Sie haben mich umzingelt. Und ich soll jetzt irgendwie da rein. Aber stirb nicht dabei. Ich brauche dringend das Sequenziergerät. Ich tue mein Bestes. Cool. Hey, dich kenn ich! Das war's mit Schleichen, Nix. Zum Glück ist das vorbei. Wie komme ich da rein, ohne dass ich entdeckt werde, ist die Frage. Also, wo ist jetzt der Hangar? Hallo, Mechaniker. Sofort beim Gleiterhangar melden. Der Eindringling hat uns ausgesperrt. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Hier war schon ewig lange keiner mehr. Und nach der Quest verlassen wir dann endlich mal. Ja, es gibt ein Rufsystem. Du hast drei... du hast drei Rufe. Also, du kannst einmal, du hast Pike-Ruf, Crimson-Dawn-Ruf und Hutten-Ruf. Und je nachdem, für wen du halt die Quests oder beziehungsweise Aufträge machst, umso besser wird halt dein Ruf. Du kriegst auch, hier Belohnungen, je nachdem, wie gut dein Ruf ist. So. Deswegen, ich weiß noch nicht so ganz, wen ich nehme. Oh, ich bin drauf. Unsere Einheit kriegt immer die schlimmsten Einsätze ab. Ich muss ausruhen. Schade. Es gibt halt so eine Art Syndikat mit Pike, Crimson Dawn und Hutten. Und je nachdem, was du halt bevorzugst, musst du halt gucken, dass dein Ruf halt besser wird. Wollen wir die Dings hier machen? Und da stehen zwei. Ich halte Wache. Ende. Alles klar. Dieser Sektor ist sauber. Ende. Ich höre Bay, kann ich nur lachen. Sie können gegen das Imperium. Das muss der Hangar sein. Also mal gucken, wie wir da reinkommen. Nein, es gibt keine Lichtschwerter. Du spielst eine Schmugglerin, kein Jedi. Du spielst eine Schmugglerin, kein... Dieser Sektor ist ein bisschen zu ruhig. Kein Jedi. Dafür ist es leider das falsche Spiel. Ich muss irgendwie da rein. Hier ist alles ruhig. Ah.
Garnison zu schieben. Ich habe noch nie so viele Schiffe abstürzen sehen. Diese Sonnenwinde sind... Oh nein! Es war sehr gut. Du hast halt viel mit dem Hacken zu tun und mit dem Klauen. Was schwerer ist, ist tatsächlich es hier, das Hacken ist schwerer. Okay, ich bin drin. Gut, ich habe die Türen versiegelt. Komm ins Hinterzimmer. Wie hat sie es überhaupt in unser System geschafft? So darf uns doch niemand aussperren können. Hey, schleich mal rüber und hol das. Hier die Sachen holen? Sehr gut. Und du hast halt Quests, die du machen kannst. Damit deine Sachen halt besser werden. Wie zum Beispiel hier Fähigkeiten. Von verschiedenen Personen. Na, zum Beispiel finde verschiedene Möglichkeiten, nichts glücklich zu machen. Komposte für Rauchbomben, sowas zum Beispiel. Problem ist, ich kann halt nicht darunter, weil halt. Oh, lass mich da einfach. Verstanden. Erstatte. Na klar, beim letzten Einsatz ändern sie die Protokolle. Ayla? Ich hab's. Ein Gesicht zur Stimme. Gut. Jetzt kann ich es tatsächlich hier rausschaffen. Mach das Teil einfach an der Antenne auf dem Dach fest. Wird das funktionieren? Vielleicht. Ist Plan C. Wir sind schon bei Plan C. Hey, ich hab heute eigentlich frei. Ach, und wenn du schon dabei bist, pass auf das Schiff da draußen auf. Ich will nur noch weg hier. Nein, soll ich... Ah. Die Einsatzübungen werden sich sicher irgendwann bezahlt. Jetzt hat die Alte mich ja ausgesperrt. Ich wollte mir noch ein bisschen umgucken. Komm ich noch rein oder wie ist das? Hat sie mich jetzt ausgesperrt? Ja, natürlich hat sie mich jetzt ausgesperrt. Oh, gibt's doch nicht. Der Modulator ist bereit. Was jetzt? Jetzt aktiviere ich die Geschütze. Kein Ver- oh, wow! Nicht schlecht! Damit ist dein Weg zum Kontrollraum frei. Du musst diese Luftabwehrgeschütze für mich deaktivieren, damit ich hier abhauen kann. Moment. Wie hast du das gemacht? Viel Erfahrung. Und richtig gute Technik. Und richtig scheiße. Alle Einheiten. Die Verdächtige ist noch auf freiem Fuß und muss festgenommen werden. Nehmen Sie sie jetzt in Gewahrsam. Ich hab ein bisschen Action. Wir lassen einfach nicht nach. Bitte beachten Sie, dass die Flüchtige sehr gefährlich ist. Weiter angreifen und auf Unterstützung warten. Echt jetzt? Oh, das hat weh. Ich bin im Turm. Und ich bin unterwegs zum Shuttle. Ich starte, sobald du die Geschütze ausgeschaltet hast. Geht los, Max! Sehen Sie sich weiter um. Kusch! Kusch! Oh, mir macht nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Okay, ich bin wohl richtig gewesen. Schluss mit leise! Okay, nix, wir sind sicher.
So, einmal die Computer. Um ein Haar. Nicht schon wieder! Feuer easy. Das war easy. Dann bin ich mal weg von diesem Mond. Ruf durch, wenn du raus bist, Wes. Ah, cool. An alle Einheiten. Die Flüchtende wurde bei der Aussicht gesehen. Rücken Sie vor und neutralisieren Sie sie. Ja, das wird jetzt lustig. Das wird jetzt lustig. Das ist ein scheiß Hacking-Kit. Ja. Boah, geschafft, nix. Wir sind echt gut. Die Flüchtlinge. Oh, sehr gut. Ich habe doch die Einrichtung verlassen. Ja gut, wir haben drei Schätze nicht gefunden. Ja gut, im Himmel. Du wurde bei der Aussicht gesehen. Greifen Sie bei Sichtkontakt an. Ayla, ich bin draußen. Und nicht mal in Handschellen. Du wolltest bessere Hacking-Tech, ja? Ja. Mein Kit hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich hab bei Cent was hinterlegt. Was ziemlich cooles. Ich sag ihm, er soll dich bei Makal treffen. Nix! Ach, komm schon! Weg hier! Oh. Wie viele gibt's denn von denen? Uiuiui, das war jetzt ein bisschen actionlastiger. So, jetzt sehen wir nochmal eben unsere Sachen und dann. Gleich ein. Wir haben keine Chance.
Beeilen wir uns. Hier wimmelt es von Sturmtrupplern. Gut. Hey, das reicht. Du bist festgenommen. Hände hinter den Kopf. Hey, nichts für ungut, ja? Bitte. Schade, Marmelade. Jetzt muss ich es nochmal machen, oder was? Ah, ne, das ist dann einfach erledigt. Okay, cool. Dann hat sich das einfach erledigt. Gucken wir mal. Also, Eile hat gesagt, du hast ein Hacking-Kit für mich. Hier, nimm. Ich will zurück in meinen Bezirk. Hey, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.